Viele Menschen mit Phobien können kein Leben führen, das sie als erfüllend empfinden. Ganz im Gegenteil. Die Auswirkungen von Phobien können sehr weitreichend sein. In diesem Beitrag geht es um die emotionalen Auswirkungen von Phobien. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Wer nicht betroffen ist, kann sich kaum vorstellen, wie einschränkend und belastend Phobien sich auf das Leben auswirken können. In diesem Beitrag geht es um die emotionalen Auswirkungen von Phobien. Sicherheitshalber. Dieser Beitrag ersetzt weder eine Psychotherapie bzw. persönliche Beratung noch die Untersuchung oder Diagnose durch approbierte Mediziner. Die Informationen können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen oder zur Eigenmedikation verwendet werden. Allgemeine emotionale Auswirkungen von Phobien. Eine spezifische Phobie wird naturgemäß durch ein bestimmtes Objekt, einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Situation ausgelöst. Im Gegensatz zu einer generalisierten Angststörung sind Menschen mit einer spezifischen Phobie nicht von ständigen Sorgen und Ängsten geplagt. Dennoch kann sich eine Phobie sehr auf das tägliche Leben, auf die Lebensqualität einer Person auswirken. Um das zu verdeutlichen, folgen 5 Beispiele für die emotionalen Auswirkungen, die einige Menschen aufgrund ihrer Phobie erleben. Erstens, lebenseinschränkende und schwere Ängste. Eines der Hauptkriterien für eine Phobie ist, dass sie einschränkende Auswirkungen auf das Leben Betroffener hat. Je nach Phobie kann es für Betroffene sehr schwierig sein, Besorgungen zu machen, mit Freunden auszugehen oder jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Phobien können die Aus- und Weiterbildung, die Karriere und die Lebensqualität insgesamt erheblich beeinträchtigen. Zweitens, Hilflosigkeit. Hilflosigkeit kann sich ausbreiten, wenn eine Phobie mehrere oder sogar alle Aspekte des Lebens beeinträchtigt, beispielsweise bei der Arbeit, im sozialen Leben und als allgemeine Unzufriedenheit. Betroffene berichten häufiger vom Gefühl, dass sie meinen, nichts tun zu können, um ihre Phobie zu heilen. Sie gehen vielleicht sogar davon aus, dass sie ihre Phobie für immer haben werden. Sie fühlen sich ausgeliefert. Sie wünschen sich vielleicht, dass die Dinge anders wären, haben jedoch das Gefühl, dass sie nie irgendetwas anderes erleben werden. Und das legt sich schwer auf die Seele. Drittens, Isolation. Die mit einer Phobie verbundenen Einschränkungen können dazu führen, dass Betroffene sich sozial isolieren. Sie fragen sich vielleicht, warum sie nicht so sind wie alle anderen. Das kann sich auf die Beziehung zu Familie und Freunden auswirken, was wiederum dazu führen kann, dass sie sich zurückziehen und depressiv werden. Viertens, Scham. Phobien können zu unangenehmen und peinlichen Situationen führen. Betroffene versuchen mitunter, anderen Menschen zu erklären, was in ihnen vor sich geht, weshalb sie wann wie handeln und weshalb sie meinen, bestimmte Orte, Aktivitäten, Menschen und Dinge zu meiden. Wie den Kollegen erklären, dass es nicht möglich erscheint, die Präsentation zu halten. Was der besten Freundin sagen, weshalb sie nie besucht wird, bloß weil sie einen Hund hat. Wie bei der Einladung zum Essen erklären, weshalb nichts angerührt wird, weil die Angst vor Übelkeit zu groß ist. Wie peinlich. Betroffene empfinden all das als äußerst unangenehm. Der sozialen Phobie, der sozialen Angststörung, liegt schon wesentlich die Angst vor Demütigung zugrunde. Eine phobische Reaktion kann dazu führen, dass Betroffene sich umso mehr schämen, was die anhaltende Angst oft nur noch verstärkt. Der Kreislauf ist schmerzhaft und der Ausweg erscheint schwierig.
Fünftens, das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Eine der schlimmsten emotionalen Folgen einer Phobie ist das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Betroffene wissen vermutlich, dass ihre Phobie irrational bzw. übertrieben ist. Doch egal wie sehr sie sich bemühen, sie können sie nicht unter Kontrolle bringen. Mit oft immensem Druck geht es ans Werk, doch es bewegt sich nichts. Viele verbringen große Teile des Lebens damit, darüber nachzudenken, wie ihr Leben aussehen würde, wenn sie einfach jeden Tag leben könnten, ohne die Angst zu haben, mit einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation in Kontakt zu kommen. Das Gefühl, die Kontrolle über sich und das eigene Leben zu verlieren, ist sehr belastend, sehr schmerzhaft. Ja und? Gut zu wissen. Selbst wenn eine Phobie belastende Gedanken oder Gefühle auslöst, können Betroffene davon ausgehen, dass sie mit der passenden Behandlung wieder gesund werden können. Wie bei jeder anderen Krankheit kann auch eine Phobie Auswirkungen haben, die weit über die grundlegenden Symptome hinausgehen. Die Therapie der Phobie wird dazu beitragen, negative Gefühle wie Scham und Hilflosigkeit zu verringern. Trotzdem kann es sein, dass Betroffene während der Therapie feststellen, dass einige negative Gefühle sich langsamer auflösen als gewünscht. Und es ist wichtig, das mit den jeweiligen Therapeuten zu besprechen. Denn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist grundlegend, kann auch dabei helfen, Gefühle und Sorgen zu ordnen. Viele meiner Patienten berichten, dass ihnen zusätzlich zur eigentlichen Therapie Selbsthilfetechniken sowie Werkzeuge für Stressabbau und Entspannungstechniken geholfen haben, um ihre Symptome zu verringern und ein erfülltes Leben zu fördern. Wie steht es mit eigenen Erfahrungen? Tauschen wir uns aus. Darüber, was funktioniert, was weniger funktioniert. Lernen wir voneinander. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.